Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Heute nochmal zu Harald Leschs neuen Buch. Er warnt vor Außerirdischen und er spricht so, als würde er sie persönlich kennen. Und wie aus dem Nähkästchen, die sind natürlich nicht weise, nicht klug, die sind natürlich ziemlich dumm und eher so dumm wie wir Menschen. Die haben natürlich ihren Planeten unterjocht. Und also als ich das gelesen habe, kam es mir so ein bisschen vor wie Hollywood-Mainstream-Alien-Invasionspropaganda in einem wissenschaftlichen Kostüm verkleidet. Und wir schauen uns das heute mal an. Und ich werde dir an den entsprechenden Stellen mal was sagen. Erstmal hier, also ich habe es meiner Frau erzählt und sie meinte, na, das letzte Bier war wohl schlecht, da musste ich erstmal recherchieren. Der Harald Lesch ist wirklich jemand, der sich zum Beispiel bei Markus Lanz gerne mal ein oder 2 bis 20 Bierchen genehmigt, hätte mein früherer Chef mal gesagt. Wenn man mal so guckt, was jetzt gerade in Leschs Kosmos veröffentlicht wird, zum Beispiel hier, das war ja Ende Juli, Gesundheitsrisiko, Klimakrise, wie heiß ist zu heiß, wo Harald Lesch dann sich hinreißen lässt zu Aussagen wie, es gebe nur noch mörderische Sommer oder die Sonne, sie scheint nicht mehr einfach nur, sie brennt förmlich und den Menschen wird die ganze Zeit suggeriert, hey, das, was früher mal ihr als Sommer bezeichnet habt, das gibt's nicht mehr. Es gibt bloß noch etwas, wovor ihr Angst haben müsstet. Und das schlägt genau in die gleiche Kerbe wie Karl Lauterbach und auch andere, die da ein bisschen aufdrehen, obwohl ja gerade nachweislich, und ich sitze hier auch wieder draußen, nichts mit Dürre oder Hitze in Deutschland ist. Und trotzdem, also mir kommt es so vor, als würden da würde trotzdem der Plot durchgezogen werden, obwohl das Wetter nicht mitspielt. Und diese Geschichte mit den Außerirdischen scheint so einer der nächsten Punkte zu sein. Also wenn das Klimanarrativ nicht mehr zieht, dann ist schon die Alien-Invasionskarte in der Hand sozusagen der Politiker, würde ich mal sagen, aber eher der Instanzen, die hinter den Politikern, die Thinktanks und so weiter, sich überlegen, was soll als nächstes kommen. Und eine Sache vielleicht auch noch vorab, bevor wir hier reingehen. Es ist nicht mal so, dass ich nicht glaube, dass es sowas gibt. Bleiben wir vielleicht mal was gerade passiert. Natürlich gibt es natürliche Phänomene, wie zum Beispiel mal einen heißen Sommer und auch andere Dinge. Das, was ich kritisiere, das ist das, was letztendlich aus diesen manipulativen Thinktanks draus gemacht wird und dann durch die Mainstream-Medien und durch die Politiker versucht wird, an uns normale Menschen heranzubringen, um uns, und da geht es immer um Spaltung, um Kontrolle, also wirklich in so einem Matrix-Narrativ immer wieder gefangen zu halten. Das ist das, was ich daran kritisiere und dass den Menschen halt eigentlich nie wirklich die Wahrheit gesagt wird. Ja, und dass natürlich viele Künstler, aber auch Wissenschaftler sich nicht zu schade sind, sich da einspannen zu lassen. Ja, und jetzt schauen wir uns das doch mal an. Also nach Gesundheitsrisiko Klimakrise kommt jetzt von Harald Lesch der neue Knaller in Form seines dieses Jahr erschienenen Buches raus mit dem Namen Die unheimliche Stille, warum schweigen außerirdische Intelligenzen und Superzivilisationen. Und einer kommentiert hier, also hat es auf Telegram gepostet und sagt, also wenn Lesch warnt, dann kann es ja nicht mehr lange dauern. Und es witzeln ja schon einige, die halt wirklich sagen, wenn das Klimathema durch ist, dann müssen ja die Außerirdischen mehr oder weniger dann als nächstes oder eine der nächsten Karten ausgespielt werden. Hier ist ein schönes Meme, we are up next, I'm nervous. Und Harald Lesch, also das haben ja auch viele meiner Zuschauer geschrieben, hat der früher ganz andere Aussagen gemacht als heute. Also wirklich in der Astrophysik fundierter Wissenschaftler mit beiden Beinen, wirklich alles seriös und nachweislich. Und irgendwas muss in der Pandemie passiert sein, seitdem macht er ganz andere Aussagen. Und es gibt ja da richtig so Videos, wo die Leute also seine früheren Aussagen mit den heutigen Aussagen vergleichen und wirklich sagen so, also das ist wie ein ganz ausgewechselter Mensch, was ist da passiert. Und wem die Hollywood-Gehirnwäsche à la Independence Day zu den Außerirdischen eben noch nicht genug war, der kann sich jetzt das alles auch nochmal in einem wissenschaftlichen Anstrich durchlesen sozusagen. Hier news.de schreibt über das neue Buch von Harald Lesch. So sagt der Wissenschaftsjournalist zu einer möglichen Alien-Invasion. Zitat, wenn wir entdeckt werden sollten, würden wir wahrscheinlich an den Entdeckern zugrunde gehen.
Also Independence Day, aber diesmal in einem Buch und wissenschaftlich, und das schauen wir uns jetzt mal an. Also die Augsburger Allgemeine, die hat ein Interview geführt mit Harald Lesch, auf das beziehen sich eigentlich auch alle anderen Zeitungen, die ihn zitieren und fragen zum Beispiel, inwiefern kann man davon ausgehen, dass außerirdische Zivilisationen uns gegenüber feindlich eingestellt sind? Antwort Harald Lesch: Ein Besuch von Außerirdischen wäre verbunden mit einer Verschmelzung mit uns Lebewesen. Womöglich würden sie unseren Planeten auch nur für die Rohstoffe ausnehmen. Die Vorstellung, dass jemand zu uns kommt, der weise ist und philosophiert, wie zum Beispiel E.T. oder Meister Yoda, ist ein bisschen naiv. Und du merkst allein schon in dieser ersten Aussage, denkst so, also was ist das denn bitte für eine Richtung? Also er spricht so, als würde er die kennen und also in bester Independence Day Manier, also natürlich ist es naiv, wenn die von ihrem Bewusstseinsgrad höher entwickelter wären als wir. Und auch hier wieder geht es halt eben darum, hey, also irgendjemand, auch Außerirdische mit einem höheren Bewusstseinsstand als wir Menschen, das ist natürlich naiv. Ja, also es ist das typische Alien-Narrativ-Framing aus Independence Day und anderen Filmen. Nächste Frage von der Augsburger Allgemein. Das Bild von Außerirdischen, wie sie in Science-Fiction-Filmen gezeigt werden, ist also nicht realistisch. Und Harald Lesch antwortet, das Bild, das aus solchen Filmen entsteht, ist nicht besonders fundiert. Als wenn einer wissen könnte, was fundiert ist. Ach so, nee, Entschuldigung. Er weiß es ja. Er spricht ja aus dem Nähkästchen. Man kann aber, und das versuchen wir auch im Buch, davon ausgehen, dass der Außerirdische auch nur ein Mensch ist. Also du kannst es gerne nachlesen, es ist kein Witz, es sind wirklich alles Zitate hier. Also ist vielleicht der Fake-Außerirdische, von dem er spricht, also es gibt ja viele Holographietechniken, in der Tat nur ein Mensch. Also wenn man sich mal anschaut, wie in den letzten Jahren auch oder auch jetzt gerade wieder Nachrichten gemacht werden, um welche Dinge sich das dreht, die eigentlich gar nicht da sind. Also wenn man wirklich in der Tiefe recherchiert, merkt man, dass es wirklich also von sehr schlauen Institutionen, also erstmal Thinktanks und auch NGOs, dann an die Politik herangetragen und auch über Zeitungen und so weiter, Blogs, auch viele Influencer, versucht wird, immer ein bestimmtes Bild in die Köpfe der Menschen zu setzen. Und in dem Fall halt eben auch wieder, hey, erstmal, es gibt Außerirdische, zweitens mal, die sind immer böse, drittens mal, die haben immer die Ressourcen ausgebeutet. Also es ist letztendlich die Weiterentwicklung des jetzigen, also indoktrinierten Menschen, der halt völlig technokratisch weitergegangen ist. Schon richtig krass. Und wenn man mal schaut, was mit Holographie heute schon möglich ist, dann kann man halt auch davon ausgehen, hey, wenn den Menschen heute erzählt wird, dass der dürre Sommer 2023 mega krass ist, obwohl es regnet die ganze Zeit, dann sind sie sich bestimmt auch nicht zu schade, mit Holographien den Leuten zu erzählen, ja, dass halt da irgendwas am Himmel ist, was auf jeden Fall böse ist und nicht irgendwie einen hohen Bewusstseinsgrad haben kann. Dann die nächste Frage ist die Frage, ob es Außerirdische gibt, wichtig für das Fortbestehen der Menschen auf der Erde. Und Lesch antwortet darauf, wenn sich herausstellt, dass keine einzige Zivilisation eine ökologische Katastrophe auf ihrem Planeten vermeiden kann, dann finden wir keine Außerirdischen, weil alle ausgestorben sind. Wir haben innerhalb kürzester Zeit unsere Atmosphäre so sehr verändert, dass wir überdurchschnittlich hohe Temperaturen messen. Da kann er wieder nicht anders, als mit diesem Narrativ um die Ecke zu kommen, was er ja auch schon in Lesch Kosmos immer wieder mit seinem mörderischen Sommer und die Sonne scheint nicht einfach mal nur, sie brennt einfach. Das muss immer wieder mit eingestreut werden. Hey, die Menschen sind auf jeden Fall schuld und hier wird alles wärmer und die Ära des globalen Kochens hat begonnen. Er sagt weiter, wenn Außerirdische genauso dumm sind wie wir, sind sie schon ausgestorben. Also da ist ja wieder der heißeste Juli aller Zeiten, habe ich ja in meinem letzten Video erwähnt. Also das ist ja, wie gesagt, durch alle Medien gegangen oder auch Leschs mörderischer Sommer. Also ja, eine rein wissenschaftliche Aussage in Anführungszeichen. Und wenn man mal zurückgeht, also jetzt habe ich ihm selber auch schon einige Aussagen gemacht, warum glaube ich das nicht. Nehmen wir zum Beispiel Wernher von Braun. Wernher von Braun kennen viele bestimmt, ist ein deutscher und später US-amerikanischer Raketentechniker gewesen und hat letztendlich die Raketentechnologie sehr weit vorangebracht und hat halt also das, was wir heute als Raumfahrt kennen, sozusagen mit aufgebaut. Und Wernher von Braun
hat zum Beispiel damals schon angefangen, also vor 60, 70 Jahren, von einem Szenario mit guten oder feindlichen Außerirdischen zu sprechen, aber nicht im Sinne von, dass es die wirklich gibt, sondern dass man sozusagen auf ein Szenario sich hin entwickelt, wo man halt eben ja den Menschen eine Hyperkontrolle und eine Hyperbündelung von Macht auch schmackhaft machen kann. Also er hat gesagt, guck doch mal, das ist doch das Beste, was passieren kann. Wenn es Außerirdische gibt, dann kann man den Menschen noch erzählen, wir brauchen eine Weltregierung, wir brauchen ein Einweltmilitär und wir brauchen eine Einweltreligion, beziehungsweise die kommt ja dann. Dann kann den Menschen erzählt werden, hey, unser Schöpfer ist außerirdisch. Also genau das vermieden wird, so hey, du hast die Schöpfung in dir, du hast die göttliche Verbindung in dir. Und auch, also wenn du wirklich mal eintauchen möchtest in diese Alien-Fake-Agenda, dann empfehle ich dir ja das gleichnamige Video dazu, ein Interview mit Charles Fleischhauer, der ja letztendlich im Gespräch mit Christoph Poth genau das offenlegt. Also warum letztendlich die jetzigen Eliten schon darauf hinarbeiten und weil es also wirklich eines ihrer wichtigsten Ziele ist, eine Weltregierung, Weltmilitär und halt eben auch ja eine Weltreligion mit einem außerirdischen Schöpfer, ja, zu erschaffen und halt eben mit diesen Vorläufern immer schon die Menschen darauf hin sozusagen zu indoktrinieren. Hey, also hier immer wieder die Ideen streuen, immer wieder Hollywood-Filme mitfinanzieren, unterstützen, wo diese Ideen transportiert werden. Und in den Hollywood-Filmen, da ist ja, ich sag jetzt mal, unsere Ratio auch runtergefahren. Das ist ja nur ein Film. Und deswegen werden tief in unser Unterbewusstsein ganz viele Informationen und auch Muster und Ideen eingebrannt. Also, ja, ziemlich krass. Und nur noch mal ein Wort zum Schluss. Außerirdisch, also dem Wort nach, kann es ja alles sein, was außerhalb der uns bekannten Welt existiert. Und es kann ja auch jemand sein, der in der Welt hinter unserer Welt ist. Also es wird ja immer nur gesprochen von der physischen Welt, aber es gibt ja so viele Menschen, die luzides Träumen bemeistert haben, Astralreisen, die halt wirklich merken, hey, dieses Physische, das ist ein ganz kleiner Ausschnitt aus der Welt, in der wir jetzt allein schon leben. Und es gibt da auch Wesen, die, naja, halt eben in dieser anderen Welt existieren. Die wären der Definition nach außerirdisch, weil in dieser physischen, dreidimensionalen, materiellen Welt, ja, gibt es die natürlich nicht, aber es heißt nicht, dass sie nicht da sind. Aber es heißt auch nicht, dass sie mit irgendwelchen UFOs auf einmal hier landen und natürlich, wie Harald Lesch sagt, es naiv wäre, dass sie einen höheren Bewusstseinsgrad haben, weil in der Regel haben sie das eigentlich. Und auch wer die Arbeit von Dr. Heinrich Kusch verfolgt, der spricht ja oft von hochentwickelten Zivilisationen, die unter der Erde leben. Die wären der Definition nach auch außerirdisch, weil wenn das hier als irdisch bezeichnet ist, also alles von dieser Erde, dann wären sie halt, ja, subterranean vielleicht oder halt eben auch außerirdisch. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf deinen Kommentar, auf deine Meinung. Schreib mir das unten in die Kommentare. Ansonsten, ja, wie immer an dieser Stelle, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke an alle, die mich unterstützen. Und wir sehen uns dann in einem meiner anderen Videos wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Kai Brenner.